Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Ja, die Frage ist, können wir mit ihr noch mal kurz Rivka, darüber hast du kurz sprechen? Zeit? Ich habe ein paar Fragen. Leg los. Oh ja, ein paar private Fragen kann man. Ja, gut, private Fragen eher nicht, aber. Was weißt du sonst über die Dairat al-Mal? Das ist eine besondere Veranstaltung, bei der die Reichen ihr Vermögen zur Schau stellen können. Gibt es solche Veranstaltungen hier häufig? Wenn man den örtlichen Händlern Glauben schenken darf, dann einmal im Jahr. Aber die Wohlhabenden finden sicher genug andere Anlässe zum Feiern. Was noch? Was hast du über El-Karch erfahren? Ich möchte eine unvoreingenommene Meinung. Nichts, das ich nicht schon kenne. Bestechlichkeit, Armut. Aber der Souk ist voller Leben. Die Gewürze, die Materialien und die Werkzeuge. So vieles, an dem ich mich versuchen könnte. Denkst du bereits über eine Pause nach? Ach, sei unbesorgt. Ich weiß doch, worum es geht. Was noch? Du weißt ein bisschen was über mich und meine Herkunft. Was ist mit dir, Rivka? Seit wann interessierst du dich für mein Leben? Na, wir sind doch auf derselben Seite. Es schadet nicht mehr, über seine Mitstreiter zu wissen. Tja, ich bin nicht von hier. So viel sei gesagt. Meine Eltern wären bei einem Ereignis wie der großen Auktion nicht fehl am Platze. Deine Familie ist wohlhabend? Beschämenderweise ja. Als Kind hatte ich keine Freude an der ganzen Pracht, den Gewändern und den Manieren. Es hat mich erdrückt. All das änderte sich, als ich eines Tages vor unsere Tore trat und die Welt so sah, wie sie wirklich ist. Danach gab es kein Zurück mehr. Was noch? Nö, ja, das war's. Keine weiteren Fragen. Hab Dank, Rivka. Na gut, dann sollen wir uns auf dem Bazar treffen. Da muss ich jetzt mal gucken. Das ist so ein klein wenig weiter weg, deswegen sehe ich euch gleich wieder dort. So, wir sind so gut wie da. Die Frage ist nur, ja, sie ist oben, so wie es aussieht. Hi. Der Plan ist einfach. Du betrittst die Auktion als Händler, der auf fremdländische Artefakte bieten möchte. Wir wissen, dass sie die Haarnadel wollen und bei der Auktion sein werden. Sie ist ihnen schon einmal entgangen. Wenn die Haarnadel dran ist, beobachte ich die Menge und sorge dafür, dass ich sie bekomme. Das sichert uns ein Treffen mit dem Schatzmeister. Ich bin davon überzeugt, dass sie mitbieten werden, koste es, was es wolle. Allerdings. Ich werde so viel wie möglich über diesen Schatzmeister in Erfahrung bringen, bevor die Auktion beginnt. Über jemanden auf solch einem Posten wird sicher viel getuschelt. Die erste Feder ohne Kopf. Es ist deine Pflicht, den richtigen zu finden. Lass dich nicht ablenken. Konzentriere dich auf deinen Auftrag. Es nützt nichts, sich mit Dingen abzugeben, die es nicht gibt. Dies hier ist echt. Ich verstehe. Schweigen ist besser für die Weisen und für die Narren erst recht. Ich wünsche dir viel Glück. Meinst du, wir brauchen Glück? Fäulnis greift in El-Karch um sich, Schatzmeister. Gestohlenes Eigentum. Erpresste Händler. Gefolterte Ausländer. Die Korruption wuchert überall. Doch du sitzt in ihrem Zentrum. Selbst jetzt verbreitet sich dein Gift entlang der Oststraße in Länder, die bisher vom Orden unberührt waren. Ich höre dein Verlangen nach einer Haarnadel, die bei der Dairat al-Mal versteigert wird. Ich spiele den Rivalen bei deinem Herzenswunsch und locke dich aus den Schatten. Ja, tötet den Schatzmeister. An der Spitze von El-Kards Machtpyramide befindet sich der Schatzmeister.
Durch die Kontrolle von Steuern und Nötigungen der Händler Alkarks finanzierte Schatzmeister erfolgreich den Orden auf Kosten der einfachen Leute. Auf der Suche nach einer seltenen Haarnadel lässt der Schatzmeister eingeführte fremdländische Artefakte im Hafen beschlagnahmen, was verschiedenen Händlern große Schwierigkeiten bereitet. Der Schatzmeister ist eine geheimnisvolle Person, deren wahre Identität nur wenigen bekannt ist. Höchste Zeit, den Schleier zu lüften. Und ja, mein lieber Basim, wir brauchen Glück. Denn das Problem wird sein, dass ich die steuere. Guten Tag. So. Der Bazar. Suche auf dem Bazar nach Informationen. Schauen wir mal. Das ist hier so ein Typ. Da sind Wachen. Wie schön, den Bazar wieder so belebt zu sehen. Die Händler bei dieser Auktion verkaufen nur die feinsten Gewürze. Eine Gelegenheit, das Erlesenste zu kaufen, die Obersten zu treffen und sich in Schale zu werfen. Und dennoch tragen einige primitive Kunden. Die ganzen Leute hier tragen primitive Kuttenmädel. Los, Enkidu. Die Wachen sind klar. Normalerweise zeigt er mir doch an, wo ich Informationen holen kann oder soll. Aber heute habe ich da anscheinend kein Glück mit. Weil ich sehe nämlich hier absolut gar nichts. Ich sehe niemanden, mit dem ich reden kann oder so. Ich denke mal, wenn, muss ich dann die Kampf erlaubt. Hallo? Geh da bloß nicht rüber. Alter, geh doch einfach mal weiter. Also, ich kann ja nichts sehen. Das heißt, ich vermute mal ganz stark, dass ich... ja, das war wieder was anderes hier, ne? Naja, er sagt mir ja auch 102. 102, denke ich mir mal, ist da hinter im Gebäude, sag ich mal. Ich weiß nur nicht, ob jetzt hier Sperrzone ist oder ob man hier durch darf. Ah, nee, man darf durch. Aber hier sehe ich jetzt so gerade auch nichts. Da sind zwar Wachen. Ah, Moment, da hinten war einer am Leuchten. Basim, komm her! Hätte ich mir denken können, dass du hier bist. Weißt du irgendetwas über den Schatzmeister? Es ist ein Amtsträger des Kalifats. Schatzmeister. Ich weiß schon etwas, aber du weißt, wie es mich schmerzt, wertvolles Wissen kostenlos abzugeben. Was soll ich für dich erledigen? Du weißt gleich, was ich denke, hm? Du musst wissen, kleiner Fink, die Dairatul Mal ist nicht nur ein wichtiges Ereignis für die Oberschicht von Elkar, sondern auch für Diebe. Hat dir wieder jemand was weggenommen? Ein wertvoller Unterteller. Luca hat ihn. Er war schon immer neidisch auf mich. Was glaubst du, wo er ist? Ich wusste, auf dich ist Verlass, kleiner Fink. Er sollte in einer der Kisten bei seinem Stand sein. Bin gleich zurück. Ja, wenn ich denn weiß, wo sein Stand ist. Aber ich glaube, das wird mir angezeigt. Was war das denn gerade? Ach so. Ja, das war bei ihm wahrscheinlich auch Taschendiebstahl.
Hast du von der Aufregung ein paar Stände weitergehört? Sag nicht, dass es wieder kommt. Das wird der Stand sein, den Kong meinte. Also dann, ein Teller. Welcher Stand? Hier ist nur die Truhe. Hä? Komm jetzt hier aber nicht in irgendwie sonst was für eine Gegend rein, oder? Weil hier so viele Wachen sind. Nee, ich soll da wieder reingehen. Hä? Ist aber kein Teller. Alter, ernsthaft? Hier ist nur Hilfsmittel voll. Aber kein Teller. Hier war aber nichts, was ich werfen konnte, oder? Nee. Na, ich glaube, da ist was hinter. Eine Geheimkammer oder so. Das Problem ist nur, dass ich natürlich auch einfach die Tür öffnen kann. Hier ist auch nirgendwo was. Da oben sind, ja gut, Dinger zum Explodieren. Da ist noch was. Wie komme ich da hoch? Gute Frage. Nächste Frage. Nicht da hoch? Ja. Nee. Ah, sehr schön. Mann, ich hab doch gerade noch eine. Ach, das war die andere Truhe, oder was? Nee, ne? Leute, euer Ernst. Ich will das aber jetzt mal ausprobieren. Ich nehme das Ding mal mit runter. Kann man das... So, und... Kommt keiner, oder? Weil das sehr laut war. Okay. Ich wollte es mal ausprobiert haben, weil bei der Valhalla funktioniert das ja so. Oh, warte mal. Ja. Ach nee, ne? Das war, um da hochzukommen, oder was? Ihr könnt mich doch mal. Es ging auch anders. Gut, aber wir haben trotzdem den Teller noch nicht. Nee, ne? Oh, sag mir jetzt bitte nicht... Oh. Ich bin hier bestimmt, keine Ahnung, wie oft vorbeigelaufen. Moment, kriege ich das hier durch? Nein, du sollst es nach rechts schieben. Schieb es doch einfach nach oben, komm. Kriege ich das da durch oder wird das jetzt oben festgehalten? Also wegen den Brettern. Okay, können wir einfach durchbrechen. Nein, das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Oh mein Gott. Ich irre hier die ganze Zeit wie so eine Blöde rum. Und ich glaube... Ja, ihr Lieben, ich habe euch sicher schon wieder hinzugeschaltet. Ich glaube, ich habe die Lösung gefunden. Och. Ja, Basim ist schon so entsetzt, er geht schon gar nicht mehr hier hoch. Natürlich hat Kong so einen Teller. Vielleicht erzählt er mir dann jetzt, was er über den Schatzmeister weiß. Hm, etwas Verdächtiges geht auf den Dächern vor. Unser Moment ist gekommen. Macht euch bereit. Die große Auktion ist endlich gekommen. Die Wachen werden beschäftigt sein und somit ist das unsere Gelegenheit, uns endlich mit ihrem Gold zu belohnen.
Kommt zu mir aufs Dach und wir beginnen, sofern ihr nicht vorhabt, wie Feiglinge mit eingeklemmtem Schwanz wegzulaufen. Ach, dann sind das doch bestimmt die, die ich vorhin gesehen habe oben auf den Dächern, oder? Mit diesem Sperrgebiet. Oh, ich kann das echt immer noch nicht glauben, ne? Ein Moment. Entschuldigung, das war jetzt nicht so geplant. Da hinten muss ich hin. Komme ich da jetzt von der Seite? Ja, ne? Oh, Leute. Ich denke mal, ich werde das rausschneiden, weil es sonst wirklich zu lange ist. Aber ich bin hier wirklich rumgeirrt wie so eine Irre die ganze Zeit. Hier. Der kleine Fink hat es wieder geschafft. Damit ist mein Satz endlich vollständig. Ich dachte, es wäre deiner. Jetzt ist er es. Egal. Hör gut zu. Ich trank gerade meinen Nachmittagstee, als ich das Gespräch zweier Damen mithörte. Es ging um eine Bestellung für die Dairatal Mal. Sie fertigten eine wunderschöne Robe für den Schatzmeister an, mit feinen östlichen Stickereien. Halte danach Ausschau. Östliche Kleidung? Danke, komm. Der Schatzmeister ist wahrscheinlich ein Ausländer aus dem Osten. Die Auktion sollte bald beginnen. Achso, das ist alles Essen. Die Auktion. Ja, kümmern wir uns denn jetzt gar nicht mehr um die Leute, die auf den Dächern sind? Ich hätte jetzt gesagt, dass wir das jetzt wahrscheinlich als erstes machen müssen. Och, jetzt sind wir schon wieder hier. Kommt man hier auch nochmal nach rechts rüber? Ich hätte jetzt gesagt, dass ich die Leute auf den Dächern erstmal ausschalte, ne? Wegen diesem Brief. Und wobei die ja, na, streng genommen eigentlich in Anführungszeichen nur das Gold der Wachen, glaube ich, haben wollten. Interagieren. Ach so, das ist hier, ja, der Stand von der einen mit dem Parfüm. So. Soll ich jetzt hier untertauchen oder was? Hallo. Willkommen! Friede sei mit euch. Yassas, ni hao und hallo. Es ist wieder die Zeit des Jahres gekommen, um euer tiefstes Verlangen zu stillen, auf eure Herzen zu hören und zu kaufen, was Allah uns gezeigt hat. Es erfüllt mich mit großer Freude, all euch hochgeschätzte Persönlichkeiten zu unserer jährlichen Dairatal Mal zu begrüßen. An erster Stelle unserer erlesenen, aufregenden Liste fremdländischer Sammlerstücke haben wir eine beeindruckende Statue aus El-Hind. Sie wurde von den besten Kunsthandwerkern aus Elfenbein gefertigt und bereichert jedes Heim. Was sehe ich da? Bereits ein Bieter? Nein, zwei. Nun, zum ersten, zum zweiten. Ah, noch eine Bieterin. Möchte jemand diesen Preis überbieten? Nein? Verkauft! Dieses Stück geht an die reizende Dame. Als nächstes diese Haarnadel. Sie kommt aus dem Osten. Eine einzigartige himmlische Schönheit. Seht euch nur die Feinheiten dieses Drachens an. Das perfekte Sammlerstück oder ein wunderbares Geschenk für eine besondere Dame in eurem Leben. Also, was ist euch dieses Stück wert, Astekai? Erstes Gebot von der Schatzmeisterin höchstpersönlich. Welche Ehre. Ning, die Schatzmeisterin. Zwei. Noch jemand? Da, noch ein Dritter. Ha? Nummer zwei zieht nach. Was wirst du tun, Dritter? Wie sehr wollt ihr sie haben? Horcht in euer Herz hinein. Hört auf euer Verlangen. Muss ich das denn bezahlen? Kann ich nicht mehr. Scheiße. Verkauft! An den Mann dort drüben. Bitte hole deine Ware nach der Auktion bei meinem Mitarbeiter ab. Und weiter geht es. Und wir danken euch wieder einmal für eine erfolgreiche Dairatal Mal. Mögen eure Börsen stets voll und eure Herzen voller Sehnsucht sein.
Ich werde diesem Mann die Haarnadel abnehmen müssen. Ja. Warum will Ning sie so dringend Hast haben? Hast du sie gesehen? Ihre Ruhe, ihre Anmut. Wie ein einzelner Oh Leute, geht mir aus dem Weg hier. Mein Gott, Bruder Tuck ist auch da. Ich muss aber dahin. Ich muss die Haarnadel klauen. Lauf doch mal. Obwohl, die bewegt sich nicht, oder? Ich habe eine Verabredung mit der Schatzmeisterin. Geh beiseite. Verzeihung, meine Anweisungen sind eindeutig. Keine Brosche, kein Zutritt. Weißt du, wer ich bin? Ich muss mit der Schatzmeisterin sprechen. Ich wurde gerufen, herbeordert. Okay, er war gemeint, oder? Friede sei mit dir. Ich bin hier, um die Schatzmeisterin zu sprechen. Und was ist dein Begehr? Ich bin ein einfacher Händler und hoffe auf Rat und Weisheit. Wenn du keine fremdländischen Gaben bringst und kein Mitglied der Elfenbeinmünze bist, verschwinde! Pöbel wird nicht empfangen. Ja, stiehl die Haarnadel von dem Händler mit der schwarzen Robe. Wo ist denn der jetzt? Da hinten? Ist der das? An dem wollte ich ja eigentlich gerade stehlen, aber dann war er wieder weg. Wobei, er hatte wohl die Haarnadel ja auch nicht. Nee, das stimmt gar nicht. Das ist die Wache. Was ist denn hier? Nein, Hilfsmittel wollte ich, genau. 88 Meter. Nach oben, oder was? Echt jetzt? Gucken wir mal. Kam ich hier hoch? Jetzt sehe ich ihn gar nicht mehr. Nee, das ist, glaube ich, nur die Stelle gewesen, ne, dass ich hier überhaupt rein kann. Aber hier oben lässt sich unter Umständen ein bisschen besser bewegen. Und vielleicht kann ich den noch schneller finden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob dieses Zeichen hier gemeint ist. Moment, unten steht eine. Das könnte meine einzige Gelegenheit sein, Ning zu treffen. Ich brauche die Haarnadel. Vielleicht herausfinde, wo sie ihre Robe gekauft hat. Oder diesen wunderschönen Fächer. Ah nee, hier. Aufwendig und schön gestaltet, für wahr. Moment, doch verflucht! Mit den Gegenständen, die der Orden sucht, hat sie nichts zu tun. Ich stelle Ning zur Rede. Ja, wenn ich die finde, ne? Also der Typ unten wird angezeigt, aber ich glaube, das ist... Ist das nicht unser Händler hier, dieser eine Freund da? Ich bin mir nicht sicher. Nee, doch nicht. Er wird mir einfach nur so angezeigt. Na gut. Kann ich? Kann ich nicht. Okay. Das ist blöd, dass das immer nur in so einem ganz, ganz kleinen Umfeld angezeigt wird. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo sie vorher, also wie ich da wieder hinkomme, wo sie vorher war. Ich weiß auch nicht, ob sie... Ach nee, Moment, die Schatzmeisterin ist ja eine andere gewesen. Finde heraus, wo du die Brosche der Elfenbeinmünze beschaffen kannst.
Da muss mir doch irgendeiner angezeigt werden, mit dem ich darüber sprechen kann. Ich weiß auch nicht, wo unser Händler ist. Der könnte das ja auch wissen. Keine Brosche, kein Zutritt. Du weißt doch, wie es läuft. Ja, aber meine Brosche liegt da drin. Verstehst du das Problem? Keine Brosche, kein Zutritt. Allah verfluche dich. Das ist Sperrgebiet, dachte ich mir schon. Aber... kriege ich halt Kopfgeld, ne? So viel zum Versteck bleiben. Ich weiß. Aber was soll ich machen? Der guckt mich blöd an. Da hinten laufen Leute rum, aber es sind, glaube ich, keine Wachen. Ah, nee, der guckt mich gar nicht an. Die gucken zur anderen Seite. Eine exklusive Verbindung von Händlern der Oberschicht. War ja klar, dass es so etwas gibt. Die Kammer der Antiquitäten ist der Rückzugsort der Schatzmeisterin. Ich muss dort hinein. Ja, und wo ist die? Ist die jetzt hier oder was? Oder? Immer diese genauen Angaben. Ich liebe es. Da stehen zwei Leute. Die sind aber draußen. Nee, die sind hier drin. Muss ich da denn rum? Zumindest muss ich da in die Kammer. Also nicht an die Kammer, an die Truhe. Da hinten liegt doch was, oder nicht? Ich rieche Ärger auf ein Barit Entfernung. Hey! Was war das? Was? Irgendeinen draußen habe ich doch gerade jetzt noch getriggert, oder? Ich weiß es nicht. So, was haben wir hier? Das wird die Brosche der Elfenbeinmünze sein. Perfekt. Hübsch. Hier ist ein Mitglied von Athiab. Ich habe beide Schmuckstücke. Nun muss die Wache mich reinlassen. Okay, ich habe aber auch Kopfgeld. Das sollte ich vielleicht erstmal versuchen wegzukriegen. Ich weiß natürlich nicht, wo sie jetzt hier Poster aufhängen. Da bin ich reingekommen, ne? Kann ich nicht hoch. Okay, dann müssen wir jetzt irgendwie hier runterkommen. Und ein Poster finden, ohne dass die Wachen uns jetzt gleich finden. Das wäre mir persönlich jetzt ehrlich gesagt sehr wichtig. Aber natürlich finde ich hier jetzt gerade nirgendwo ein Poster. Obwohl, Moment. Hä? Das ist... Warum ist mein Aufsehen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Manchmal ist es weg. So wie jetzt zum Beispiel wieder. Und manchmal kriegt man es einfach nicht weg. Das ist irgendwie seltsam.
Oh, lauf bloß keinen Millimeter, ey. Die Meter gehen noch nicht mal richtig runter hier. Lauf. Ich würde ja jetzt nochmal Taschendiebstahl machen, aber ich will jetzt auch nichts riskieren. Alter, beweg dich nicht wie ein 80-Jähriger, du bist Assassine. Friede sei mit dir. Hol schon wieder. Was gibt es? Ich habe etwas, das sie will. Eine chinesische Haarnadel von der Auktion. Und ich habe auch meine Brosche dabei. Hier. Wohlan, du darfst eintreten. Dankeschön. Hier entlang, Sayidi. Ich freue mich darauf, die Schatzmeisterin treffen zu können. Das ist eine Ehre. In der Tat, Sayidi. Sie ist sehr beschäftigt und zeigt sich nur selten. Ich habe noch nie so viele Schätze an einem Ort gesehen. Das ist minderwertig. Ich frage mich, ob du wirklich der Kenner bist, für den du dich ausgibst. Achso, sie ist da hinten. Unbezahlbar. Das Nein. Ich töte dich! Ich sehe dich. Warum bin ich jetzt hier entdeckt worden, verdammt? Geh einmal dran! Ja! Dein letztes Stündlein! Feigling, das Vergnügen lag ganz bei uns! Rote! Wer bist du? Das wirst du bereuen. Wache! Der schöne Teil. Wie vorhersehbar. Na los, versuch es doch nochmal. Kann ich nicht. Dann kann ich ja, ich ja. weiß. Nur kriegt er das ja nicht hin, hinterm Rücken zu kommen. Also dahinter zu kommen. Muss schon härter zuschlagen. Boah, Mann! Alles gedeiht, wenn in der Familie Harmonie herrscht. Familie? Das Wort hat keine Bedeutung. Die Vorstellung davon noch weniger. Nur man selbst hört das leise Flüstern der eigenen Seele und nimmt sich völlig an. Niemand lebt allein. Aber wir sterben allein. Am Ende sind wir schlicht, absolut und wahrhaft allein. Jin! Ich sollte zurück ins Bruderschaftshaus. Du solltest vielleicht erstmal gucken, dass du hier rauskommst. Ja, ich bin ein bisschen getriggert jetzt, ehrlich gesagt, von der Stimme. Mahnung zur Vorsicht könnt ihr gerne durchlesen. Werde ich jetzt nicht machen, weil das schon so lange gedauert hat. Aber hier kommen wir, glaube ich, raus, ohne dass wir... Oder? Oder haben wir hier noch mehr Sperrbezirk? Weil unten, das sieht so aus, als ob da keine Wachen mehr sind. Lauf.
Lauf. Nee, hier hört es auf jeden Fall auf. Okay. Und hier fängt es wieder an. Wollt ihr mich jetzt verarschen? So, nichtsdestotrotz muss ich mein Kopfgeld jetzt loswerden. Und das gerade hier, wo so viele Wachen überall rumlaufen. Wieso geht der jetzt? Jetzt geht der in die Hocke, wenn ich mich bewege. Das heißt, ich werde mal schauen, dass ich hier irgendwo ein Poster finde. Und dann werde ich zum Bruderschaftshaus zurückkehren. Bis gleich. So, wir sind gleich da. Das Kopfgeld bin ich zum Glück auch noch losgeworden. Allerdings erst kurz vorm Schluss, muss man sagen, weil es ist grausam. Also man irrt durch die ganze Stadt und findet einfach kein Poster. So. Was ist denn mit euch los hier? Sie ist drin, so wie es aussieht. Dann schauen wir mal eben danach. Basim, wie ist es gelaufen? Auf den Straßen redet man nur noch über die Auktion. Gerüchte verbreiten sich schnell. Es war diese Frau, Ning. Eine Frau an der Spitze? Das muss viele verärgert haben. Gleichermaßen verärgert wie verzaubert. Kein Wunder, dass sie ihre Identität geheim hielt. Nun machen sich die höchsten der wohlhabenden Halunken in ihre Seidenroben, aus Angst, sie wären die Nächsten. Der Orden wird jetzt nicht aufhören. Wenn sie den Osten erreicht haben, lässt sich kaum sagen, wie weit sie noch kommen. Hast du ihn gesehen? Den Djinn? Ich... Jetzt ist er fort. Er ist fort. Ruh dich aus. Unser Werk ist noch nicht vollbracht. Und damit haben wir auch diesen Auftrag erledigt und sind nun Meisterschüler. Ich weiß nicht, ob das die höchste Stufe ist, keine Ahnung. Aber wir sind auf jeden Fall wieder einen Rang aufgestiegen. Ich denke mir mal, ja gut, Meisterschüler ist kein Meister. Also könnte es sein, dass wir da noch ein paar Ränge steigen. Das ist zum Lesen. Was ist hier mit Hilfsmittel? Können wir noch welche gebrauchen? Sehr gut. Na gut, bevor ich jetzt hier irgendetwas Falsches mache, beziehungsweise hier, ja, hier mit irgendjemand rede und irgendetwas triggere, würde ich mal sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.